Stege und Brücken schaffen den direkten Kontakt zum Wasser. Normalerweise kann man direkt am Ufer nur schlecht stehen, denn an diesem Uferstreifen muss man die Folie befestigen. Solche gemauerten Ufer sind zwar besser zu betreten, aber sind ganz schlecht für die Natur. Und solche wackeligen Trittplatten auf der Folie sind auch überhaupt keine Lösung. Dann besser einen richtigen Steg oder eine Brücke über den Teich. Man ist dann ganz nah bei seinen Fischen oder ist in Augenhöhe mit den Fröschen. Wenn Holzbretter auf Holzbalken genagelt werden, bleibt die Kontaktstelle allerdings dauerhaft feucht und wird morsch. Das früher beliebte Bankierei-Tropenholz ist immer Raubbau. Unter dem Namen werden längst auch viel weniger haltbare Hölzer verkauft. Oft wird man noch nicht einmal mehr ein einzelnes Brett ersetzen können. Die bessere Lösung sind extrem belastbare Aluminiumprofile. Das Holz liegt dort dann nur auf schmalen Rippen auf. Holzoberflächen bilden allerdings einen rutschigen Biofilm, den man immer wieder entfernen muss. Deutlich rutschfester sind unverrottbare Kunststoff- oder Aluminiumbretter. Glatten Flächen fehlt der sogenannte Verdrängungsraum. Stechbretter haben Riffelungen. Schnee, Raureif oder auch Wasser werden in diese Vertiefungen gedrückt. So vermeidet man auch den Aquaplaning-Effekt bei Regen. Je größer die Kontaktoberfläche, die sogenannte G-Ebene, ist, desto kleiner wird der tiefer liegende Verdrängungsraum. Je kleiner man bei Holz diese Rippen macht, desto schneller werden sie sich allerdings abnutzen. Kontaktfläche und Verdrängungsraum bestimmen also entscheidend die Rutschfestigkeit. Umgerechnet auf den Standard von 100 Quadratzentimetern schneidet Holz am schlechtesten ab. Es hat die größte Oberfläche und den kleinsten Verdrängungsraum. Am rutschfestesten und standsichersten sind die Aluminiumbretter. Bretter aus Polyethylen liegen dazwischen. Bretter aus Kunststoff oder solch ein Teststeg aus Aluminium haben zudem den Vorteil, dass sie für Bakterien und Pilze ungenießbar sind. Dort bildet sich kein Biofilm, der Holz zusätzlich rutschig macht. Naturagard hat zahlreiche Brücken und Stege im eigenen Park. Mit der Erfahrung kann man bauen.